Peter, grüße Sie. Hallo, schön, Sie begrüßen zu dürfen. Ich habe gehört, Sie sind hier der große Magier. Genau. Was können Sie denn verschwinden lassen? Ich bin Zauberredakteur und Redakteur, Hobbymagier. Was heißt denn das? Genau, also ich entwickle unsere Zauberkästen. Okay. Und mache das Produktmanagement für die Zauberkästen und schreibe die Anleitungen. Genau. Und was haben Sie denn hier kreiert? Das ist unser Highlight für das aktuelle Jahr. Das ist der Magic Zauberkoffer. Und mit dem Set wollten wir einfach mal ein hochwertiges Produkt, einen hochwertigen Zauberkasten für Kinder anbieten. Also in einem stabilen Koffer mit einer Zaubermatte aus schwarzem Samt, wo man dann auch alles schön präsentieren kann. Und da sind dann auch die Materialien einfach ein bisschen wertiger. Mhm. Wir haben Metallteile, Metallringe, unsere schönen Metallic Becher und ja, wie alle unsere Zauberkästen. Wie kann ich denn mit denen zaubern? Ja. Zeigen Sie mal. Relativ einfach. Also ich brauche noch mehr. Okay. Ich habe noch mehr. Und schauen wir mal. Dann nehme ich mal einfach die zwei. Und zwar, wie man sehen kann, sind die Ringe ja fest verbunden. Mhm. Und aber, wenn man schön reibt, magische Wärme erzeugt. Wie hat das funktioniert jetzt? Ja, das ist eine der Grundregeln des Zauberns. Zauberer verraten nie niemals. Tricks. Also ich kann es auch quasi. Und sag's dann aber nicht vielleicht weiter. Sag's nicht weiter. Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Kann ich da mal einen Workshop machen? Ja. Machen wir nachher was aus. Schön, okay. Für Kinder bestimmt sehr interessant. Ja. Der Finger soll heißen, kann man einen Finger abschneiden? Nee. Und man sieht das ist der falsche Daumen, das ist ein Klassiker bei den Zaubertricks. Okay. Und das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht echt aus, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern den hält man dann während der Vorführung immer hinter seiner Hand versteckt. Und so fällt er gar nicht auf. Und da kann man dann ganz wunderbar zum Beispiel Sachen verschwinden lassen, aber niemandem verraten. Und dann ist es verschwunden. Hui, okay, nicht verraten, nicht verraten. Also klar, zu jedem Zaubertrick gehört viel Übung. Ja. Und ja, sowieso. Eins noch, Bälle. Ist auch ein Klassiker unter den Zaubertricks. Und zwar nimmt man einfach ein paar Bälle und gibt die jemandem in die Hand und sagt dann, also die Bälle schön fest in die Hand und dann die Hand zumachen. Ja. Und dann kann man auf magische Weise die Bälle einfach mal aufmachen. Aus 3 macht 4. Ui. Also Tricks, Tricks und sind auf jeden Fall ein schönes Einstiegsgerät für Kinder, denke ich mal. Also wir haben auch einen ganz neuen Kasten für also es ist ein wirklicher Einsteigerkasten für Kinder ab 5 Jahren. Den können wir auch da hinten sehen. Ja. Und zwar, da ist das Besondere dran, der ist wirklich so ausgelegt, dass die Tricks wirklich schon kleine Kinder ab 5 Jahren beherrschen können. Bei anderen Zauberkästen muss man die Tricks wirklich üben. Da gehört auch ein bisschen Fingerfertigkeit dazu. Und das ist für kleine Kinder noch nicht ganz leicht. Deswegen haben wir speziell den Kasten ab 5 Jahren entwickelt. Da sind dann Tricks drin, die wirklich leicht von der Hand gehen und auch garantiert gelingen. Ja. Und da haben wir dann auch schöne Erklärvideos im Comic-Stil online, auch eine schöne farbige Anleitung mit Bildern im Comic-Stil. Genau. Schön. Und würde mich noch eins interessieren. Fortgeschrittenes Modell, Kindermodell, was muss ich berappen dafür? Bitte? Was muss ich dafür zahlen? Ja, also wir haben Sets, es fängt an, wir haben unseren Zauberstab, das ist unser Basic-Produkt mit 10 Tricks, kostet 3 Euro. Ui, das ist günstig. Dann geht es weiter mit unseren Mitbring-Experimenten im Thema Zaubern, 10 Euro. Mhm. Dann geht es weiter, der Kasten hier wird zum Beispiel 20 Euro kosten. Ach, so wirklich günstiger. Und dann geht es aber auch nach oben. Wir haben was kostet der große Kasten? Der wird dann bei 90 Euro liegen. Okay. Durchaus ein schönes Weihnachtsgeschenk, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ich wünsche Ihnen alles Gute auf der Messe. Vielen Dank. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.